Hallöchen, ich habe heute für euch eine Rezension und zwar zu dem Buch von Lea-Lina Oppermann, Was wir dachten, was wir taten. Das Ganze habe ich quasi bei einer Lesung mitnehmen dürfen, das Buch. Die hat stattgefunden im Buchhaus Wittwar. Das war eine relativ kleine, private Veranstaltung, sehr, sehr schön organisiert von Anka, von Ankas Geblubber. Vielen Dank an dich nochmal. Und ich möchte euch heute ein bisschen was darüber erzählen. Natürlich nicht zu viel, denn auf den 177 Seiten ist viel Spannung und ich möchte euch nicht zu viel davon vorwegnehmen und auch nicht zu viel verraten, was ganz genau alles passiert. Zum Cover erstmal. Ich finde es wunderschön. Der Hintergrund sieht ein bisschen so aus, als wäre das eine menschliche Haut, vielleicht eine Handinnenfläche, denn wir tun am meisten mit unseren Händen etwas. Und die Schrift sieht durchaus auch ein bisschen aus wie Kreide, was durchaus passen würde zu dem Inhalt. Lea-Lina Oppermann ist 98 in Berlin geboren, studiert Sprechkunst und Kommunikationspädagogik in Stuttgart, soweit ich weiß. Und ja, das hat man gemerkt bei der Lesung, denn sie konnte das wunderbar vortragen. Es war nicht nur ein Vorlesen, sondern wirklich Vortragen, fast ein Vorspielen im Sitzen. Und das war schon sehr beeindruckend. Sie hat dieses Werk begonnen aufgrund dessen, dass sie selbst im Unterricht saß, ist schon ein paar Jahre her, und eine Durchsage gehört hat, und zwar folgende. Es ist ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem aufgetreten. Bitte bewahren Sie Ruhe. Begeben Sie sich sofort in einen geschlossenen Fachraum und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ich wusste vorher nicht, dass das die Durchsage ist, wenn ein Amoklauf auftritt. Besteht. Allerdings ist diese ganze Thematik, gesellschaftliche Problematik eigentlich erst aufgetaucht mit den Amokläufen, als ich schon relativ weit war in meiner Schulkarriere. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, gab es das bei uns nie an der Schule. Also weder einen Probealarm noch einen richtigen natürlich zum Glück. Und das steht ganz vorne drin. Und wir erleben mit, was es mit diesem Kurs macht, den wir dort verfolgen. Wir bekommen die ganze Geschichte erzählt von Marc, Fiona und Herrn Filler. Herr Filler ist der Lehrer, der Mathelehrer, der gerade mit seiner Klasse einen Mathe-Test schreibt, durchaus überfordert ist ein Stück weit mit dieser Situation. Fiona ist eher ein ruhiges Mädchen, das sich zurückhält. Und Marc eher der Außenseiter. Ich finde es sehr, sehr spannend, was mit den einzelnen Charakteren passiert. Wir kriegen die natürlich auch ein Stück weit vorgestellt aus den Augen der Mitschülern und haben selbst das Gefühl, oder ich hatte zumindest das Gefühl, ich sitze dann mit drin in dieser Klasse und erlebe das mit. Das ist schon ja eine große Leistung, finde ich. Die ganze Klasse ist natürlich erstmal aufgewühlt und unsicher und weiß so gar nicht, was passieren soll, wie das weitergeht. Nach dieser Durchsage. Auf den 177 Seiten erfahren wir auch vieles über die einzelnen Charaktere und auch viel darüber, wie sich das verändern kann, die Stimmung in diesem ganzen Raum, wie sich jeder Einzelne, der vorher vielleicht als der größte Klassenclown dargestellt wurde oder der stille Einzelgänger, wie sich das Ganze verhält. Und ich fand es sehr, sehr spannend, das zu lesen. Vor allem, da bei der Lesung Lea-Lina Oppermann an der womöglich spannendsten Stelle aufgehört hat. Zumindest an der man aufhören kann, wenn man das Ganze vorliest. Ja, das hat mich dazu bewogen, das direkt am gleichen Tag noch in die Hand zu nehmen und auszulesen. Auf der Zugfahrt nach Hause von Stuttgart aus. Und ja, ich bin begeistert, ich habe es verschlungen. Ich finde, es ist ein wichtiges Buch. Es darf sich ruhig einreihen zu der Welle zum Beispiel und anderen Schullektüren, die viel vermitteln. Und gleichzeitig ist es nicht zu sehr belehrend oder ich hatte nicht den Eindruck, dass mir jemand etwas erklären will, von dem derjenige anscheinend mehr Ahnung hat als ich. Also ich habe natürlich keine Ahnung von dem Amoklauf, aber trotzdem hatte ich eben nicht den Eindruck, da will mir jemand etwas erzählen oder erklären, was ich vielleicht anders sehe oder was schwierig ist, so komplex aufzubauen. Also ich finde es sehr gut, dass es genau diese Länge hat, denn das hält das Ganze immer spannend
und gleichzeitig ein Stück weit auch unterhaltsam. Also, dass man weiß, okay, ja, was passiert denn jetzt da? Wie würde ich reagieren in dieser Situation? Ein Stück weit inspirierend, dass man darüber nachdenkt, was ist denn für einen selbst wichtig, wenn jetzt wirklich jemand reinkäme mit einer Waffe in der Hand und würde mich bedrohen. Was würde ich denken? Was wäre meine Intention dahinter? Was würde ich daraufhin ändern vielleicht in meinem Leben? Und das hat sie wunderbar gemacht. Ich kann nur sagen, ein Lob, ein Hoch auf Lea-Lena Obermann, ein gelungenes Werk. Ich würde euch allen raten, schaut es euch zumindest mal an. Es ist, wie gesagt, durchaus sehr, sehr spannend geschrieben. Man hat keine Langeweile oder hat das Gefühl, man müsste sich jetzt durch irgendwelche Seiten quälen. Es ist jederzeit so, dass man wissen möchte, wie geht es weiter, wie geht das Ganze aus. Und auch staunend, auch sprachlos zurückgelassen wird, ein Stück weit. Deswegen umso wichtiger, sich darüber auszutauschen und so ein wichtiges Thema auch anzusprechen. Denn ich habe das Gefühl, das wird nur immer berichtet, ja, wenn eben ein wirklicher Amoklauf passiert. Was meistens wird es sehr, als sehr tragisch natürlich dargestellt, ist es auch. Aber es fehlt immer so ein bisschen die Tiefe. Was macht das mit denjenigen, die dort drin stecken? Das erfahren wir nie in einem Fernsehbericht zum Beispiel. Ich kann es euch nur allen ans Herz legen, auch diejenigen, die vielleicht nicht mehr in der Schule sind, so wie ich. Trotzdem sehr, sehr spannend und sehr gut geschrieben. Ich hoffe, euch hat dieser Buchtipp gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn ihr das möchtet, klickt doch einfach hier auf den Abonnieren-Button, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!